BVG-Karte am Wochenende? Hast du ein Abo? Ab 6? Nee, aber ich habe eine Umweltkarte. Wie ist ab 6? Brauchen die einen Fahrschein. Wir haben ja nur ein Kind aus 6 Jahren. Ach so, ach Mensch, das ist ja gut. Dann kann ich endlich mal wieder raus hier. Aus meinem Gefangenenlager. Wir waren in der Vorschule auch. In einem Kindergarten gab es bei uns die Vorschule. Und dann hatten wir aber in der ersten Klasse auch schon Schreibschrift. Und da hat meine Lehrerin noch zu mir gesagt, Thomas, nicht die Buchstaben malen, hat sie zu mir gesagt. Weil ich bei meiner Mutter immer gesehen habe, wie sie immer malt und immer so. Wenn sie irgendeinen Kopf oder irgendwas so macht, immer so. Und ich habe das quasi auch gemacht. Ich habe, wenn ich beim A oder so war, oder beim O, halt immer so, so völlig. Am ersten Tag, als wir in die Klassenräume kamen, zur Einschulung quasi, da haben wir auch eine Übung gemacht und die war mit Legestäbchen, also mit so Stäbchen zum Hinlegen, so einem bunten Stäbchen. Welche Übung das war, weiß ich nicht. Aber irgendwas, glaube ich, Buchstaben legen oder so weit war das tatsächlich. Wir schon wissen, wie unser Name geht oder so weit, großen Buchstaben. Das weiß ich noch. Bunte Stäbchen hatten wir und damit mussten wir dann kurze, lange und damit haben wir dann Buchstaben oder Zahlen gelegt. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Da kann ich mich noch so an dieses eine Bild, wie du da gesessen hast und Jan stolz. Was wisst ihr noch aus der ersten Klasse? Ich habe alt vergessen, deswegen sitze ich jetzt hier. Nicht in so einem Hochglanzbüro. Ich war auch der Einzige, der in der ersten Klasse fast sitzen geblieben wäre. Es ist ja heute gar nicht mehr so unüblich, dass die Kinder zurückgestellt werden, wenn die im Sozialverhalten noch nicht so. Ja, aber ich wäre nicht zurückgestellt worden, ich wäre sitzen geblieben, das ist was anderes. Da gab es keine Zurückstellung. Ja, das sagt man ja heute so, damit die Kinder. So nennt man das. Ja, damit die Kinder nicht traurig sind. Tommys erste Klasse. Weil ich nicht so weit war oder wie auch immer leistungstechnisch, sondern ich war zu aufmüpfig, ich war zu frech. Heute gibt es dafür eine neue Diagnose. Hochbegabt. Hochbegabt? Ja, ja. Das ist echt so. Also Jungs. Weil die Kinder sich so langweilen, machen die allen möglichen anderen Quatsch. Genau, sieht's aus. Dann wirst du nämlich zum Klassenclown, automatisch. Und verprügelst Lehrer am Ende. Und eigentlich haben sie nicht erkannt, dass du einfach nur hochbegabt bist. Schöne Ausrede. Was habe ich die Lehrer blutig geschlagen, alle? Natürlich nicht. Frag mal Lumen, oh Gott, ich hab Angst. Bei Lumen. Stell dir mal Lumen denn vor. Ja, natürlich. Dann fliegt der Lehrer so. Und dann trittst du noch nach. Ja, Fakt ist, ich war tatsächlich zu aufmüpfig. Man kann ja jetzt wirklich jetzt mal nicht sagen, dass ich hochbegabt bin. Also ja, ich sitze jetzt. Das ist ja auch ein Fluch, das ist ja kein Segen. Das ist ja nicht so, dass du dann super intelligent bist. Jetzt sitze ich ja hier rum, wie Blaseblub. Und weiß ja nicht, was ich tun soll mit meinem Leben. Ich meine, ich hab ja eigentlich normalerweise Hummeln im Arsch. Und kann nichts machen, ich kann nichts machen. Das Schlimme ist, bei diesen Kindern, die sind wahnsinnig schlecht in der Schule, weil die gar nicht mehr zuhören. Ist kalt, ja, habe ich auch nicht gemacht. Das war ja mein Problem. Und dann dadurch können ihre Klassenarbeiten gar nicht mehr. Nein, genau, das war mein Problem. Ich kann ja alles. Genau so war das. Ist so, kann ich dir vorlesen. Da brauchst du mir nicht vorlesen, ich weiß ja, wie mein Leben war. Woher kann ich dir erzählen? Also ich weiß, das war ja mein Problem tatsächlich gewesen. Jetzt weiß ich noch ganz genau, wie ich so gesagt oder gedacht habe oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Kenne ich schon. Kann ich schon. Weiß ich schon. Und so. Und viele Lehrer haben ja auch geschrieben, Thomas verfügt über ein unheimlich großes Allgemeinwissen. Und das in der zweiten Klasse. Ja, steht ja in den Zeugnissen drin. Unheimlich großes Allgemeinwissen. Nur leider setzt er es nicht ein. Also manche Lehrer haben es ja auch schon erkannt. War? Haben hier so. Da war irgendwas. Du brauchst mir nicht vorlesen. Will ich mir das vorlesen? Ist ja egal, du kannst mir mein Zeugnis vorlesen. Da steht das drin so. Und nur leider setzt das nicht ein. Ich habe ja alles aufgesaugt wie ein Schwamm quasi. Es ist schwierig, mit den Kindern umzugehen. Ja, meine Mutter ist verzweifelt an mir. Die will jetzt nicht von mir wissen. Die ist Politikerin geworden aus Verzweiflung. Und dann ist sie ausgewandert. Eine kurze Uni ertragen, in einer Stadt mit mir zusammen zu wohnen. Und dann auch noch in einem Land mit mir zusammen zu wohnen. Nee, geht ja nicht. Und dann jetzt fast auf einem Kontinent mit mir zusammen zu wohnen. Ist nicht möglich. Ich bin mal gespannt, wann sie die Erde verlässt. Deswegen. Also ist es. Ich bin ein schlimmer Mensch. Ich war ein schlimmes Kind.
Ich entschuldige mich bei meiner Mutter aufrichtig dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Aber ich bin so, wie ich bin, wegen dir. So, Marlies liest. Kinder mit einer Hochbegabung entwickeln bereits sehr früh weit überdurchschnittliche Fähigkeiten. Sie zeigen nachhaltiges Interesse in den unterschiedlichsten Bereichen. Den gleichaltrigen Kindern sind sie weit voraus, klagen häufig über Langeweile, Arbeitsverweigerung bis hin zur Freude über schwierige Aufgaben, ungewöhnliche Lösungsstrategien, kompliziertes Denken, Mangel an Sozialkontakten zu Gleichaltrigen, Orientierung an deutlich Älteren. Ich war immer mit Älteren zusammen. 10, 15 Jahre älter, das war mein Ding. Werden die Bedürfnisse von Kindern mit einer Hochbegabung über längere Zeit nicht wahrgenommen oder nicht ihren Bedürfnissen entsprechend gefördert, kann dies Probleme mit sich bringen. So können diese Kinder zum Beispiel im sozialen Umgang Verhaltensauffälligkeiten entwickeln, da sie die in ihren schlummernden Fähigkeiten nicht entfalten können. Zeigen hochbegabte Kinder im Kindergarten oder in der Schule Verhaltensauffälligkeiten, fühlen sich meist unterfordert oder nicht akzeptiert. Hochbegabte Kinder, die ihre Erzieherin mit Fragen löchern, gelten schnell als Quälgeister. Hochbegabte Kinder, die aufgrund ihrer großen Kreativität immer wieder ganz originelle und unkonventionelle Ideen und Vorschläge haben, bringen oft das Programm der Erwachsenen durcheinander und werden deshalb als unbequem und schwierig eingestuft. Hochbegabte Kinder, die andere Kinder oft vor den Kopf stoßen, weil sie bei diesem Babykram nicht mehr mitspielen wollen oder weil sie alles besser wissen, gelten schnell als arrogant und werden dann von den anderen abgeschnitten. Naja, gut, ich bin trotzdem nur der Tommy. Kaffee. Na, so ist das. Seid ihr auch hochbegabt? Natürlich. Meine Schwierigkeiten sind auch meine sozialen Kontakte. Ich habe nur 130 Abonnenten. 100 Leute sind begeistert. 130 Leute sind begeistert. Dabei war das so schön, ich muss das mal veröffentlichen. Ich muss mal ein Buch rausbringen. So ein kleines Faltheft über... Das haben wir in den weißen Computer. Die gespeichert. Ja, müssen wir ausdrucken. Über Konversation. Das haben wir alle abgeschrieben, glaube ich, bei E-Mail. Abkopiert, ja. Über Konversation via eBay oder E-Mail. Das war auch eine schöne Mail. Also die fand ich echt toll. Ich meine, ich war ja wirklich beim Auktionshaus. Ich meine, klar, das können, also das ich war weiß, ja wirklich. Es ging ja um dieses Antiko-Bild, ne? Um dieses Bauhausbild, ne? Bauhausmuseum Gera. Da, wie hieß er denn? Kurt Schmidt? Jetzt habe ich es. Kurt Schmidt. Ja, weil die wollte ich ja immer nicht. Die fand ich ja immer extrem gut. Aber wir haben ja keinen Platz an der Wand. Wo soll ich denn hin mit dem ganzen Quatsch? Nein, was wollte ich sagen? Kurt Schmidt. Ja, wegen diesem Typen. Ich meine, ich war ja. Das finde ich immer so witzig, dass bei eBay die Leute immer voraussetzen, dass du Scheiße schreibst. Dass es nicht stimmt, was du schreibst. Ich habe die Bilder angeboten, habe gesagt, ist von einem Auktionshaus bestätigt worden, dass es sich um Originale handelt. Und dann denken die Leute natürlich, ja, du willst sie doch verarschen und so, und das ist alles nicht original. Und schreiben dann so Müll wie, das kann ja jeder behaupten, legen sie mal Beweise vor, wer war denn das? Dabei sind das ja nicht die Leute, die das dann auch kaufen würden. Selbst wenn du das dann machen würdest, würden die sagen, na gut, okay, alle klar, das sind so Querulanten halt, ne? Ja, die würden sich dann nicht mehr melden. Die würden sich ja nicht mehr melden, genau. Das sind dann einfach Idioten, die mal oben was sagen wollen. Die geht mir voll auf den Sack. Wenn jemand ernsthaft Interesse daran hat, dann würde er sich in einen anderen Ton bei mir melden. Die Dinger habe ich zur Ketterei geschickt. Aber das muss ich dem ja nicht erzählen. Wenn ich das schreibe, dann ist das so. Wenn ich was schreibe, dann ist das so. Das ist meine Arroganz. Das ist die Arroganz. Ja, ich einfach mal sage, dass wenn ich was schreibe und behaupte, dann ist es halt so. Ganz einfach. Natürlich lerne ich jeden Tag dazu, aber das ist ja Quatsch, weil das ist ja eine Info, die ich nur weitergeben habe. Also es hat ja nichts mit mir zu tun, sondern... Und die haben mir gesagt, einmal frei, ja, ist original, aber bei uns dauert es sehr lange, bis wir wieder so eine Auktion haben, haben sie ja gesagt. Thematisch? Und das hatten sie gerade und Ketterer macht dann einmal im Jahr oder was, kann ich gerne von hinten hinschicken oder so. Wollte ich dann bei eBay einstellen. Habe ich bei eBay eingestellt und dann kam halt diese bescheuerte Mail und dann habe ich halt ein bisschen Arroganz mitgeschrieben. Ja, das mag sein. Zurück kam nur
Arschloch. Und zurück kam nur Arschloch. Arschloch. Kinders anziehen. Ich bin warm anziehen. Bin ich. Wir gehen raus. Wer macht denn sowas? Wer lässt dann seinen Hund zwischen die Speichen kacken? In ein Laufrad rein. I ride with my car. I ride so far. Wo gehen, wo fahren wir denn hin? Wo gehen, wo fahren wir denn hin? Wo gehen, wo fahren wir denn hin? So, nächste Zeile. Das macht doch alles keinen Sinn. Das macht doch alles keinen Sinn. Wo gehen, wo fahren wir denn hin? Wo gehen, wo fahren wir denn hin? Jetzt du wieder. Da sind wir. Jetzt geht's offen. Wo gehen wir jetzt hin? Zu Zixis. Ja. Tada. Moin. Hallo. Zu Hause ist, wo Zixis ist. Ausziehen. 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 Das ist. Fertig. Das macht riesen Spaß. Weiß denn schon jeder, was er nicht will? Pommes, Ketchup, Burgerboot. Also ich nehme Couscous Chicken Burger für Kinder und Pommes und Ketchup und noch einen großen Ginger Ale. Ja, dann nehme ich doch auch. Was haben wir denn hier? Veggie Burger, Cheeseburger, Crispy Chicken Burger, Chicken Burger, Bacon Cheeseburger, Swiss Burger, Ryan Burger, Wild West Burger, Chili Cheeseburger, Jalapeno Cheeseburger, 60s Burger, Supreme Burger, Double Trouble Burger, XXL. Jalapeno Cheeseburger nehme ich. Lecker Milchschaum. Ganz schön nah dran hier. Zwei Wochen noch, dann haben wir das hier nicht mehr. Das sieht hier nicht mehr so aus. Seit 95 komme ich her. Was passiert mit den schönen Wandbildern? Was passiert denn mit den schönen Wandbildern? Die kann man abnehmen. Werden die dann wieder hin? Den Tisch? Na, den habe ich ja sowieso gekauft. Klar, können wir dann nochmal im Fahrradladen bei mir dran essen. Das ist unser Tisch, Mann. Sag Bescheid, wenn was übrig bleibt. Na, ja, so ein Ding nehme ich bestimmt. Einfach nur aus Kultgründen. Ich muss reinstecken. Hey du! Und ich sehe. Zack, frei. Hopp, hopp. Ah, was für eine Bande, ey. So, wahrscheinlich das letzte Mal, in diesem Jahr sowieso. Im 60s. Du kannst nicht laufen, da ist das Auto. Schaffst du es bis dahin? Von hier bis da? Na komm. Na komm. Marmelade ist da. So, Knaller auf Kredit gibt es hier oder was? Wiebert. Wenn du was holen solltest, komm, ich gebe dir günstiger als was sogar bei Lidl ist.
Wie teuer sind denn die großen Wunderkerzen? Weiß gar nicht. Weiß er noch nicht. Oh ja. So, die großen, die hier. Ja. Die sind drinnen, drei Stück. Das ist doch Mama. 2 Euro. Ja, das sieht doch. Leuchtfeuerwerk-Sortiment ist doch viel besser als Knall. Soll ich die was verkaufen? 2 Euro oder soll ich die 3 Euro? Für den gebe ich jetzt die 2 Euro. Ja, was denn? Das oder das so ein kleines? 3 Euro zahlen so hoch, wa? Aber 3 Stück 3 Euro, oder? Ja. Oder 2,50. Mach 2,50. Ja. Was fragst du mich überhaupt? Das ist dein Laden, Mann! Du bist hier der Chef, du doch nicht. Ja, jetzt hör auf, ey. Ich bin stiller Teilhaber. Das ist was anderes. Du musst doch nicht erzählen. Ich bin stiller Kunde. Komm später noch. Rühmschillicher sind die Besten. Ja. Das sind die Besten. Na komm, du hältst einfach nur hoch, dann kommen Lichter raus. Echt, du musst etwas. Ja, nimm mal jetzt einfach mit. Wir wollen ja eh nur mit einfach. Ja. Okay. Oh. Also kauf nicht einfach, wenn ich dich lade. Nein, du. Keine Ahnung. So, ich gehe in den Keller. Okay. Jo, da bin ich wieder im Keller. Ist nämlich Kellerzeit. Und ich werde jetzt ganz kurz das nächste Rad wieder rausholen. Das ist jeden Tag das gleiche denn jetzt, ab jetzt. Und euch vorstellen oben. Das Spiel kennt ihr ja schon, aber das mache ich dann in einem gesonderten Video, damit sich diejenigen, die sich nur für das Rad interessieren, natürlich auch nur das Rad sehen, das Radvideo und nicht den ganzen anderen Schnulli. Nämlich unseren normalen Tagesablauf, das können sie dann immer selber entscheiden. Also Rad kriegt ein extra Video. Ihr seid bis jetzt mit dabei und dann eben den Rest blende ich aus und schneide in einem anderen Video zusammen. Ja, also wir gucken jetzt erstmal, was für ein Rad wir nehmen. Das nächste Rad in meiner Liste, um jetzt hier voranzukommen, tatsächlich, das sind ja Privaträder hier. Das bleibt jetzt von meiner Tochter, das wird meine andere Tochter dann fahren, beziehungsweise im Moment fahre ich das. Ja. Das nächste Rad, das ist ein Mietrad hier. Das bleibt natürlich auch. Das ist ein Rad, was ich gerade erst aufgebaut habe, das wird sich nicht, kann ich nicht ab 1 Euro einstellen, das funktioniert so leider nicht. Aber hier, BMX. Das kann weg. Was haben wir für einen Preis dran? Das ist ja keine Quatsche oder so. 80 Euro. Ich meine, 80 Euro ist ja auch nicht viel für so ein Rad. 80 Euro da ist der Preis. Das werde ich jetzt mit nach oben nehmen, rauskramen sozusagen, nach oben nehmen. Dann haben wir jetzt die nächsten 1, 2, 3 Tage. Erstmal kleine Räder, Miniräder, BMX-Räder. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann sind wir hier vorne erstmal frei. Ja? Das ist ja, wie gesagt, das andere ist ja. Das sind ja die geilen Räder, die bleiben natürlich. Also hier das Tandem bleibt, das Duett. Das werde ich euch auch mal vorstellen, aber eben dann irgendwie nicht als Verkaufsrad, sondern einfach nur als Vorstellung, was wir hier so haben. Das ist ja in der Vermietung und läuft ja tatsächlich auch ganz gut. Diese Duett Tandem, 20 Zoll Tandem, klappbar, faltbar oder steckbar, weiß ich jetzt nicht. Man kann das irgendwie so kleiner machen, auseinanderschrauben. Läuft. In der Vermietung würde ich natürlich nicht weggeben. Also bis dann. Jo, da ist er wieder. Tommy ist wieder hier im Büro. Jetzt baue ich erstmal um. Wertet. Ich kann ja nicht umbauen. Ich baue einen Ständer. Ich muss das ja irgendwo drapieren. Kann ich da noch nicht so hinstellen. Das ist ja ein BMX-Rad. Mach ich damit. Ich muss einen Ständer holen von unten. Geht so nicht. Das Rad erstmal runter. Ständer holen und präsentieren. So, also jetzt mit Fahrradständer. Damit klappt. So, die Vorstellung ist fertig. Jetzt räume ich das Rad wieder runter. Heute war dieses BMX dran, ja, zeige ich nur mal ganz kurz. Blapp! Ein Voxhorn BMX, nichts Besonderes. Einsteigermodell für 80 Euro Verkaufspreis im Laden. 40 Euro hätte ich gern bei eBay dafür. Wir schauen mal, wo es endet am Ende. Ja, jetzt räume ich es ab und dann bringe ich es rüber. Erstmal meine Asservatenkamera. Schlimm sieht das da drüben aus. Das ist nämlich eigentlich noch ein Raum, der noch gemacht werden muss. Tjo, würde ich mal sagen. Jetzt gehen wir wieder rüber und schauen mal. Ich schneide den ganzen Rotz zusammen. Es ist heute aber 15 Uhr oder so ein Quatsch wieder. Ich schneide zusammen, dafür brauche ich 2 Stunden ungefähr. Das ist unglaublich. Ja, so lange dauert das. Ja, dann sehen wir mal, was der Tag noch so bringt. Wie jeden Tag. Weg dran. Abonnieren, weitersagen. Auf jeden Fall weitersagen.